Oh, damn, Leute, ich könnte. Oh, ich bin so dämlich. Ich habe einfach in den letzten beiden Folgen eine falsche Einstellung genommen. Deswegen war meine Webcam die ganze Zeit oben rechts in der Ecke, obwohl sie ja eigentlich links in der Mitte an der Seite da sein sollte. Nämlich eigentlich genau so. Ja. Nämlich eigentlich genau so. Und damit erstmal einen wundervollen guten Tag, meine lieben Freunde von nah und fern. Und herzlich willkommen hier zu einer brandneuen Episode von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dagi LP. Ja, so passiert das halt, wenn man mit OBS aufnimmt und ein bisschen unfähig ist, was Technik anbelangt. Ja, dann habe ich euch in den letzten beiden Folgen meinen Gold-, Edelstein- und Energiereservoir vorenthalten. Ich denke, das ist jetzt nicht so mega dramatisch. Aber ihr könnt auch gerne sagen, wenn ihr die letzte Einstellung oben in der Ecke besser fandet und meine Webcam da besser aufgehoben war. Keine Ahnung. Ich hatte mir irgendwann irgendwas mal dabei gedacht, warum ich da links in der Mitte sein will. Aber ja, wir werden sehen, Leute. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ihr könnt auch sagen, dass ich komplett woanders noch hin soll mit der Kamera. Aber bisher wurde sich da nie so wirklich beschwert und deswegen. Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen. Jetzt konntet ihr zumindest mal sehen, wie es aussieht, wenn die Kamera oben in der Ecke ist. Gut, Leute. Meine ganzen Dummheiten zum Trotz gehen wir jetzt hinein in die Hauptstoryline und zum Finale von Kapitel 5. Vorher muss ich allerdings hier so ein geiles Toffee einsetzen. Und ja, wir müssen uns bei Flump melden. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwarten wird, deswegen keine Zeit verlieren und ab dafür! So, hallo Flumpy! Callum ist auch da, okay. Hallöchen, ihr beiden. Das reicht! Lass es mich doch erklären. Ich wollte einfach nur... Ich sagte doch gerade, dass ich jetzt genug davon habe, Agent. Ja, ich komme zum rechten Zeitpunkt. Wow. Oh, Agent Granger, da bist du ja. Was hatte das denn eben zu bedeuten? Ich wüsste wirklich nicht, was es dich angehen sollte. Widersprechen ist sein lassen, hallo? Da es immerhin an meinem Arbeitsplatz geschehen ist und auch mein Kumpel Callum daran beteiligt war, würde ich sehr wohl sagen, dass es mich auch etwas angeht, du Penner. Das war kein geplantes Meeting. Ich nur gesehen, wie er... Ja, da kann man gerne mal die deutsche Sprache vergessen. Vergiss es einfach wieder. Verstanden. Worüber wollten Sie denn mit mir sprechen? Ach, richtig. Wie ist denn Ruby, Pepper, ja, Metallarsch, erster Arbeitstag in der Zaubereizentralverwaltung verlaufen? Keine Ahnung, ich habe sie seitdem noch nicht gesehen. Du solltest aber in dieser Sache auf dem Laufenden sein. Es gibt schließlich gute Gründe dafür, warum du mich in Bezug auf Ruby stets auf dem neuesten Stande halten musst. Also pass auf. Ich habe nämlich eine kleine Zusatzaufgabe für dich, die dir viele, viele Energiepunkte kosten wird. Oh yeah, genau das nämlich, Leute. Ich übersetze immer gerne, was das Spiel eigentlich sagen will, ne? Weil die Sprache Hogwarts Mystery kann auch nicht jeder sprechen hier, wobei ihr wahrscheinlich schon. Aber es gibt ja immer wieder neue Zuschauer, deswegen übersetze ich gerne ins Deutsche. Gut, Leute, dann wollen wir mal gucken, was für eine tolle Zusatzaufgabe das sein wird. Immerhin nur 3 Stunden, ahoi. So, und während ich die Aufgabe hier zum Ende bringe, ja, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. So, welcome back, Leute, noch einmal beachten. Und damit haben wir die Aufgabe auch erledigt und kriegen nochmal eine Schokofroschkarte und 50 Wappen einsammeln. Dein Auftrag lautet, dafür Sorge zu tragen, dass uns Ruby bei der Lösung des Falls von Eris behilflich ist. Weil sie ja schließlich nicht mehr der Sof angehört, muss ich nun jeglichen Kontakt mit ihr abbrechen. Das Risiko ist einfach zu hoch. Dann bin ich also sozusagen ihr Babysitter? Ja, nein, nun, irgendwie schon. Aber das geschieht auch zu deinem Interesse. Schließlich ging es bei deinem ersten großen Fall für die Sof auch um die verfluchte Schreibfeder, die Eris eingesetzt hat. Wenn wir also diese Eris schnappen, hätten wir damit auf jeden Fall endlich eine Lücke geschlossen, bevor uns diese Sache noch über den Kopf wachsen kann. Solange dabei auch wirklich klar ist, dass Ruby und ich kein Team bilden müssen, ich will meine Tode nämlich nicht noch einmal knapp entrinnen müssen. Eine Sache noch. Jetzt, wo wir wissen, dass Veruca nach wie vor in Azkaban ist,
könnte ich da vielleicht nicht... Frag nicht. Ich hatte ja noch nicht einmal die Chance, meine Frage zu stellen. Weil ich schon weiß, was du mich fragen willst. Du möchtest einen Besuch bei Veruca beantragen. Das stimmt. Und danach musst du eben nicht fragen, weil ich bereits daran arbeite, dir ein Besuchsrecht bei Veruca zu besorgen. Oh! Wie bitte? Hör mal, ich weiß ja, dass du und dein Bruder wegen dieser Sache schon so einiges durchmachen musstet. Also werde ich auch dafür sorgen, dass ihr bald schon eine Reise nach Azkaban machen könnt. Aber als Besucher, ne? Wollt's nur nochmal festhalten. Okay, Leute, klingt doch spannend. Wie geht es aber jetzt weiter, ist die große Frage. Aufgaben abgeschlossen und weiter geht's. Kapitel 5 abgeschlossen, Wunschdenken, genau. 400 Galleonen, 2500 Erfahrung, einsammeln. Kapitel 6, Schätz, Medaillen und Konflikte, meine Güte. Interessanter Titel. Alle möglichen Dinge passieren gleichzeitig. Du musst sicherstellen, dass Ruby den Fall von Eris bearbeitet, Jacob von Azkaban erzählen und... Wie bitte? Jetzt musst du auch noch Flammfim finden? Was? Ich bin verwirrt, Leute. Mit Ruby treffen. Ich habe dir so viel zu erzählen. Lass uns sofort unterhalten. Gerne, weil die Folge ist echt noch nicht alt, Leute. Deswegen machen wir die Aufgabe jetzt auch noch in der Folge. Let's go. Ruby? Ruby! Ach, da bist du. Hi, was geht? Hey, Ruby. Aha. Daniel, da bist du ja. Ich fühle mich, als hätte ich schon eine Ewigkeit auf dich gewartet. Ich möchte dir alles über meine ersten Tage in der Zauberei-Zentralverwaltung erzählen. Wie ist es gelaufen? Einfach fantastisch. Ich fühle mich genau wie zu Hause. Es mangelt nie an harter Arbeit. Und alle sind total nett. Die Leute helfen mir ständig und laden mich ein, mit ihnen zu Mittag zu essen. Ruby, vergiss nicht, dass du dich nicht verplappern darfst. Was deine wahre Identität angeht. Du darfst nicht zu viel von dir erzählen, sonst bringst du dich noch in Verlegenheit. Glaubst du wirklich, ich würde mich einfach so verplappern? Ich glaube schon. Ich wollte dich nur dran erinnern. Ich glaube nicht. Ja, kann halt passieren, ne? Ich glaube schon, Ruby. Ich wünschte, du würdest mir etwas mehr zutrauen, Daniel. Ich werde meine Tarnung nicht auffliegen lassen. Hoffentlich hast du recht. Hast du dir Gedanken über die Untersuchung von Eris und deine mögliche Hilfe dabei gemacht? Ich habe einige Ideen, könnte aber eine frische Perspektive gebrauchen. Dann erzähl mir mehr und lass uns gemeinsam nachdenken. Zwei Köpfe denken besser als einer. Ja, das ist wahr. Okay, dann drück mal die Daumen, das ist... Ach, verkack... Böse Wörter haben hier nichts zu suchen, Daniel. Let's go. Gut, dann bringen wir diese traumhafte 8-Stunden-Aufgabe auch mal über die Bühne, Leute. Naja, zumindest meine Energiepunkte sollten ja einigermaßen dafür reichen. Wir sehen uns gleich wieder. So, welcome back, Leute. Nochmal vorschlagen, dann nochmal ansehen und wir haben die Aufgabe gemeistert. Und wieder eine Schokofroschkarte. Geil. Einsammeln. Ich finde es sinnvoll, dass wir die Person in Eris Umfeld und die Orte, an denen sie sich auffällt, unter die Lupe nehmen. Und wir waren genau auf derselben Wellenlänge, was das angeht. Das fühlt sich an wie damals, als wir über die gefälschten Checks nachgedacht haben und beide auf Gringotts gekommen sind. Das ist genau wie damals, als wir Partner waren, findest du nicht? Es ist schön, wieder zusammenzuarbeiten, das ist... Nein, 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 Leute, nicht so schnell. Mein Vertrauen wurde erschüttert. Erschüttert, habt ihr gehört? Erschüttert. Deswegen geht das noch nicht so schnell. Nein, das ist es nicht. Ich helfe dir nur, weil es zu meinem Job gehört. Scheinbar findest du immer noch, dass wir kein gutes Team sind. Weißt du, ich glaube nicht, dass ich jemals jemanden wie dich kennengelernt habe, Daniel. Ich weiß nicht so recht, ob das gut oder schlecht gemeint war. Nun, im Moment verstehen wir uns eindeutig nicht. Darum kannst du es verstehen, wie du möchtest. Oh, das war ein Korb. Ich habe mir solche Mühe gegeben, um diese Sache ins Reine zu bringen. Und du bist zu stur, um mir eine Chance zu geben. Du hast mich hast umgebracht, Alter. Junge, die hat gar nichts zu melden hier. Wirklich. Hör auf, so böse zu gucken. Du hast ganz kleine Brötchen zu backen, Lady. Bäh, ist doch egal. Man sieht sich. Toll. Weißt du, sie hat mich hast umgebracht, aber jetzt bin ich der Buhmann. Typisch.
Flamp möchte bestimmt mehr über diese Unterhaltung und darüber erfahren, wie Ruby vorhat, Aeris zu erwischen. Aber das hat Zeit. Ich muss Jacob finden und ihm davon erzählen, dass ich möglicherweise nach Azkaban reisen werde. Ja, das ist allerdings eine nice Information. Nice. Was ist mit Jacob passiert? Ach so, der hat jetzt... witzig. Die haben dem jetzt auch braune Haare gegeben, weil ich ja selber braune Haare jetzt habe, aber nur, weil die gefärbt sind. Hat er sich einfach zeitgleich mit mir die Haare gefärbt? Was ein Mitläufer, Leute. Was ein Mitläufer. Mit Jacob sprechen. Endlich habe ich etwas Zeit. Lass uns sofort bei Flurpuffs treffen. Alles klar, Leute. Ja, das machen wir, aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, die heutige hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall sehr. Ich bin gespannt, was die nächsten Folgen mit sich bringen werden. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst mir jetzt gerne... Ich hätte da gar nicht... Warte mal, jetzt überlege ich gerade. Ja, genau, in den letzten Folgen, wo ich oben in der Ecke war, habe ich auch hierhin gezeigt. Aber dann habe ich ja aus dem Bild rausgezeigt. Ein Drama, Leute. Ein absolutes Drama. Naja, jetzt passt es ja wieder. Also, Leute, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich riesig freuen. Oder auch gerne einen Daumen nach oben. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif, habt einen schönen Tag und bis dann. Ciao, Leute!